Hallo meine Lieben, ich bin Angra Boda. Ich muss gerade mal die Kamera machen. So, hallo, ich heiße Angra Boda. Ich begrüße euch auf meinem Channel. Ich bin ganz neu hier noch auf YouTube und dachte, warum eigentlich nicht? Und deswegen, ja, da sich in meinem Haus hier, also es ist ein über 100 Jahre altes Familienhaus, hier die Ereignisse häufen und ich sie nicht erklären kann, wollte ich einfach auch mal mit euch zusammen herausfinden, was es hier alles gibt und so. Also es ist auch bekannt, dass hier schon einige Menschen gestorben sind, eben da dieses Haus so alt ist und man damals einfach auch in seinen Häusern verstorben ist. Da sich die Ereignisse, wie gesagt, häufen, dachte ich, machen wir jetzt einfach mal die Probe aufs Exempel, ob jemand aktuell gerade hier ist. Wie ihr sehen könnt, hinter mir ist es helllicher Tag. Das ist aber kein Krux. Geister kommen auch tagsüber. Und deswegen dachte ich, beginnen wir einfach mal meine Methode, heute mit den Toten zu kommunizieren. Dafür habe ich mir mein Küchenbrett genommen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Weil wir jetzt mit den Würfeln kommunizieren. Ihr seht, das sind ABC-Würfel. Die habe ich selbst hergestellt. Also die sind eingebrannt, die Buchstaben, nach einem Algorithmus, da weil jeder Buchstabe einfach logisch so und so oft kommt, ja, in der Sprache. Und deswegen die Würfel und die sind immer hier drin. So, und da willst du mir halt nicht wegkullern, dafür ist das Küchenbrett. So, dann drehen wir jetzt mal die Kamera, dass ihr das natürlich auch sehen könnt. So, hier liegt mein Brett. Also das Küchenbrett und die Würfel. Das Ganze funktioniert so, ihr stellt eine Frage, nehmt die Würfel alle in die Hand. Das sind halt ziemlich viele, wenn man klein dahinter hat, hat man ein bisschen Probleme. Ihr nehmt die Würfel in die Hand, wie beim Kniffeln, und stellt eure Frage. So. Ist irgendjemand hier? Habe ich dich an der Tür gesehen vorhin? So, und dann müsst ihr gucken, ob ihr wie beim Scrabble ein Wort findet, ob dieserjenige was sagen wollte. No. Könnt ihr sehen? Nein, also er war es nicht an der Tür. Wer war es dann? Er. Also ist bei euch jetzt ein bisschen spiegelverkehrt. Wer ist er? It. Ja, aber wer ist er es? Wer bist du, wenn du nicht der bist? Mit. Ja. Mit S. Sie sehen, dass ich das nicht drehe. Mit S. Also ich verstehe das jetzt so, dass das zwei Wesen hier sind und eins habe ich vorhin, ist an der Tür vorbeigelaufen, als ich gerade mit den Hunden draußen war. Bevor ich mein Haus betreten habe, ist jemand dran vorbeigelaufen, ja? Und deswegen jetzt das. Und den meinte ich mit, bist du an der Tür vorbeigelaufen? Wo seid ihr?
keine Antwort. Wo bist du bzw. ihr? Wo seid ihr? Oder? Puh. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich schon. Was wollt ihr? Lauf. Okay, das ist jetzt etwas gruselig. Und selbst wenn ich es auf Englisch nehmen würde, kriege ich... Also das mit dem Lauf ist wirklich creepy. Soll ich mich lieber verpissen? So. Ich beende jetzt mal den Kontakt, da sie mir gesagt haben, ich soll lieber gehen. Ich bedanke mich. Ich suche jetzt auch das Zweite, okay? Vielen Dank für den Kontakt. Okay, ich glaube, sie sind weg, keine Antwort mehr. Du meine Güte. So. Beim nächsten Mal, ich drehe mal die Kamera wieder. So, also. Das war jetzt euch die Methode vorzustellen, wie man mit Würfeln mit den Geistern kommuniziert. Wenn ihr mal Fragen habt, die ich stellen soll oder so, ich habe das jetzt eben nach dem Erlebnis, das jetzt vor einer Stunde mir gerade passiert ist, darauf hingemacht und dachte, nehme ich es gleich auf. Ja.
Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne an die Würfel stellen wolltet oder sonst irgendeine Frage, freue ich mich, schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir ein Abo da, auch wenn jetzt noch nicht so viel drauf ist, ja, aber das kommt. Und beim nächsten Mal, das hoffe ich, werde ich dann noch diese Woche schaffen, werden wir pendeln. Und zwar mit einem Pendelboard. Ähnlich wie beim Reacher Board, extra fürs Pendeln. Ist auch original aus Holz gemacht, wie ihr seht, ist Naturholz. Und ist auch eingebrannt. Ja? Also ist eigentlich richtig, richtig cool gemacht. Und mit dem Pendel. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, liken, Abo dalassen. Und euch noch eine geile Woche. Ciao.